Ja, man kann das wirklich so sagen. Ich habe ein bisschen einen Faible für Macheten. Das hier ist die neue Walter Machete, das Multi-Survival-Tool. Ein ja, neues Design, das heißt, du hast eine Machete, Stechbeitel, Gegenklinge und eine Säge, wuchtig in einem rostenden Stahl mit 1065, aber dadurch auch deutlich stabiler als die Vorgängermodelle. Wenn du wissen willst, was dieses Machetal kann, Machetal, weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, aber wir werden drauf kommen, also bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann, schön, dass du wieder mit dabei bist. Liegt sehr gut in der Hand, sehr, sehr gut in der Hand, aber bevor wir über die Hand sprechen, dieses Mal mache ich das nicht, wegen der Säge, da stehe ich nicht drauf, ich lege es zur Seite. Nylonscheide, so wie wir das kennen von unseren Walter-Messern. Ich habe das jetzt noch nicht wirklich im Einsatz gehabt, daher kann ich noch zu wenig sagen, werden wir jetzt dann nachher sehen. Ist aber sinnvoll aufgebaut, möchte ich hinzufügen, weil du hast ja die Säge, das bedeutet irgendwie in eine Steckscheide hinein, es wird es nicht auf Dauer spielen, es wird kaputt werden. Daher kann man die eben so reinheben, dann wird einmal und dann ein zweites Mal an dieser Stelle fixiert. Und dann ist einsatzbereit. Was mir fehlt, aber da darf man jetzt bei dem Preis, billig irgendwo gibt uns den Link dazu, ist eh ganz klar. Aber da darf man nicht meckern, wäre hier ein Mollestreifen. Warum? Weil dann könnte ich es auf meinen TT Raidback MK3, auch den gibt es natürlich bei uns im Shop und wenn du deinen Rucksack noch nicht kennst, oben beim E-Klicken, mein liebster mehrtägiger Outdoor-Rucksack, ja, dann könnte ich den hinten drauf knallen, denn das ist vielleicht schon ein bisschen ein Punkt und das möchte ich ganz kurz noch dazu sagen. Die ist relativ schwer, das ist ein recht wuchtiges Teil, auch vom Griff her komplett anders. Also wenn du andere Walter-Macheten kennst, die ja sehr beliebt sind, kann ich da gleich eines sagen. Schau dir den Griff an, dieser Griff ist anders designt, das ist anders. Das ist also wuchtiger, da hast du viel mehr in der Hand, das ist einfach wuchtig. Es gibt keine Stelle, zumindest jetzt nicht, die irgendwie wehtun wird. Das ist auch ganz wichtig, besonders bei einem Teil, mit dem man hackt. Ist wirklich ein mächtiges Teil, wirklich sehr, sehr, sehr mächtig. Hier unten ist noch ein Hammer, weil es ja ein Survival Utility Multitool ist. Und an alle Leute, die bei Umarex daran gearbeitet haben, wirklich. Ihr habt kein Chimping eingebaut. Ich habe euch so lieb, ihr habt kein Chimping eingebaut. Ich habe ja darauf gewartet, dass irgendwer super schlauer, der noch nie draußen war, ach, das war jetzt gemeint. Nein, ich ziehe das zurück. Irgendwer, der sich gedacht hat, es schaut cool aus, hier ein Chimping einbaut, wenn man sich denkt, das muss ja daher ein Chimping, sonst kann man ja nicht arbeiten damit. Das heißt, du kannst den Daumen genau da auflegen und da kannst du nicht weh tun. Hier an der Stelle ist keine Klinge, es ist also ein Ricasso mit dabei. Ich hoffe, sie ist genauso cool beim Arbeiten, aber das finden wir jetzt raus. Also, hacken wir mal. Eines möchte ich gleich hinzufügen. Heute ist mein Stativ kaputt, das heißt, ich habe eine Kamerafrau. Das heißt, wenn du irgendwelche Lachen oder sonst irgendwas hörst, ich bin unschuldig, das bin nicht ich, ich bin nicht zur Frau mutiert. So, jetzt wollen wir mal hacken. Komm mal her, mal wieder. Schau, das müssen alle sehen, das müssen alle sehen. Ich habe da reingekackt, was übrigens ein extrem gutes Gefühl ist. Und das Teil ist eben aufgrund des Zehnstahls, das biegt sich schön mit, aber das bricht einfach nicht. Also das muss man wirklich sagen, das bricht einfach nicht. Also ich mache jetzt nochmal. Bricht nicht. Also da hebe ich vorher den Hackstock ab. Ja? Also genau das, was ich eigentlich von einer Machete haben will. Auch von der Vibration, also wenn ich das so jetzt reinhacke. Ja, normalerweise, wenn das irgendein Schas ist und nicht vernünftig gemacht ist und nicht vernünftig gehärtet ist, dann vibriert das hier in der Hand und da bin ich sehr sensibel drauf. Also sehr, sehr schönes Werkzeug, gutes Werkzeug, liegt schön in der Hand. Auch hier hinten der Dorn ist, wenn man jetzt weiter noch weiter nach hinten nehmen will, nicht unbedingt im Weg. Ich brauche nicht notwendigerweise Handschuhe, also bis jetzt schlägt sie sich großartig. So ein Machetendings ist ja zum Hacken da, oder? Aber daher werden wir zuerst einmal sägen. Nein, da ist eine Säge mit dabei. Und ich kann da gleich einmal sagen, sie ist keine Silky. Aber überraschend gut. Ja, ich meine, ich könnte andere was anderes als dieses Werkstück da nehmen. Gebe ich zu. Aber ich bin überrascht. Als ich auf der IWA das Teil gesehen habe, habe ich zu dem netten Herrn, dessen Namen ich nicht mehr weiß, gesagt, naja, ich bin immer sicher, dass das irgendwie nur so ein Spaßsegel ist. Und er sagte, besser haben als brauchen. Und er hat recht. Besser haben als brauchen.
Also es funktioniert, das ist ein Buchenholz. Ja, das ist ein Buchenholz, du siehst, in der Mitte bleibt eben ein bisschen ein Steg übrig. Das ist diesem zweireigen System geschuldet. Aber du, besser haben als brauchen. Und das muss ich dir sagen, ist cool. Wirklich cool. Gut, also Sägen cool. Jetzt wollen wir mal hacken. Cool. Also wirklich jetzt, gell? Echt cool. Also das ist... Das Ding ist sehr schwer, also das kann ich da gleich sagen. Das ist jetzt nicht so eine Leichti-Leicht-Machete. Die so, will keine... Oh, Manuel, es tut mir sehr leid, dass ich dich jetzt mit den Holzspänen voll mache, aber so ist es halt. So ist es halt. Das ist jetzt keine Leichti-Leicht-Machete. Die hat echt Wumms. Aber der Wumms, ich sag's ernsthaft, das lohnt sich. Das lohnt sich. Also, wow. Wow, wow, wow. Und das sage ich mit bestem Wissen und Gewissen. Das ist natürlich auch eine Machete, aber eigentlich eher ein Multitool. Also jetzt ernsthaft, für eine Machete im Busch, ich meine, kein Buschmann, kenne mich da nicht aus, wäre sie mir einfach zu schwer. Weißt du, sie liegt relativ weit vorn und hinten zugleich, also du hast wirklich was in der Hand. Aber jetzt mal kurz, ich habe kurz nochmal nachgedacht, bevor wir jetzt die Sequenz hier gemacht haben. Wenn ich damit irgendwie, da das Unkraut hinter mir, ja, du weißt schon, ja. Mein Papa war mit mir ganz häufig fischen. Und da mussten wir, da habe ich die erste Machete, die erste Liebe zu einer Machete entwickelt, ja. Da mussten wir immer irgendwelche Stände ausschlagen, damit man da hin kann zu dem Wasser und dann fischen. Und da wäre mir die hier einfach zu schwer dazu. Echt jetzt. Weil da, außer du hast solche Oberarme, dann ist das für dich wie ein Zahnstocher. Aber wenn du so ein Multitool suchst, so auf, ich sage jetzt absichtlich Survival Bushcrafting, dann ist das Ding cool. Das Ding ist echt cool, ich meine, du hast es gesehen. Buchenholz. Jetzt wollen wir einen Spalttest machen. Eins ist klar, durch die Säge kann ich natürlich nicht so cool batonieren und auch dieser Gegenschliff hier, der sicherlich auch zum Hacken gut geeignet ist, kann ich gleich dazu sagen. Also du hast dann noch einmal einen weiteren Schliff mit dazu und du kannst auch so rausstoßen, aufpassen, dass man sich nicht wehtut. Also Reini, pass auf, dass du nicht wehtust. Ja, ich würde es versuchen. So. Gut, passt, ja. Aber jetzt machen wir einen Hauttest. Also das muss jetzt gehen, weil batonieren wird Chaos. Auf die Plätze. Fertig. Ich habe extra nicht zu fest drauf gehabt, weil wenn der Holzklotz ein Teil davon auf die Manuela fliegen wird, weißt du, dann kriege ich Ärger und das wollen wir nicht. Also cool, echt cool. Noch einmal, machen wir gleich noch einmal. Also noch einmal. Ich bin positiv überrascht. Ich bin wirklich positiv überrascht, weil es hat am Anfang so ausgeschaut, ich gebe es zu, wie wieder so ein super Multitool, das eine Chance mit Quasteln ist, habe ich ja schon viele vorgestellt. Aber das scheint bis jetzt... Und ich gebe gar nicht Gas, ich lasse einfach, das ist jetzt vielleicht wichtig zu verstehen, ich lasse das da jetzt arbeiten, ich lasse das einfach runter, weil da so viel Gewicht drauf ist. Also du kannst, wenn du das Ding einmal in der Hand hast, wirst du merken, da ist einfach so viel Gewicht drauf. Das ist cool. Ich will versuchen, das Video so kurz wie möglich zu machen, weil mein Stativ schon müde wird. Aber ernst gemeint jetzt, ja. Jetzt wollen wir mal ein bisschen schnitzen. Also schau her, jetzt habe ich es wieder abgesäbelt. Noch einmal. Na geh, jetzt habe ich es schon wieder abgesäbelt. Also das Ding schneidet auch wirklich gut. Also da gibt es ja mal überhaupt nichts. Schau her. Ich greife hier nach vor auf dieses Ricasso. Ja. Da ist jetzt das erste Mal. Und ich weiß, alle sagen immer, Reini, du suderst immer. Es tut mir leid, aber es ist cool, das Ding. Nur für mich, für dich ist es eh wurscht. Da würde ich mir wünschen, das erste Mal, dass ich da auf so ein Fingerjoil hätte. Also ich würde da jetzt gern, oder das Ricasso noch ein Stückchen breiter. Ist das deswegen eine schlechte Machete, Survival-Machete? Nein, natürlich nicht. Aber lass mich sudern. Weißt du, warum? Weil ich immer sudere, entwickle ich halt meine eigenen Produkte, wie zum Beispiel den Irbis, billige Eigenwerbung, oder auch unseren Feuerstahlhalter dazu, billige Eigenwerbung. Aber das im Thema, also das Ding schneidet wirklich... Das ist cool. Das ist cool. Also,
noch einmal. Jetzt kann man mal natürlich sagen, Reini, du verkaufst das Teil. Ja, ich verkaufe das Teil, aber ich würde das auch sagen, wenn ich es nicht verkaufen würde. Ja? Echt jetzt. Ich meine, klar, es gibt Messer, die da jetzt noch schönere Locken machen würden. Aber es ist ein Multitool. Es ist ja ein Multitool. Und das kann alles, aber nichts perfekt. Die Säge ist auch nicht perfekt, aber sie ist durchaus in Ordnung. Also das kann man gar nicht sagen. Und wenn ich jetzt sage, ich habe wirklich nur dieses eine Tool mit, weil ich alle anderen Sachen daheim lassen habe, was bei mir eh meistens nicht der Fall ist, aber stellen wir es uns einmal vor, dann ist das hier wirklich besser als nichts. Also schau her. Das ist, ich meine, wie gesagt, ich könnte, das ist gar nicht so schlecht. Ich setze das Messer hier hinten auf, ja, also da hinten setze ich auf und schiebe dann im Endeffekt so runter. Also ich brauche nicht, man kann natürlich auch das ganze Messer bewegen und da ist ein bisschen ein Nachteil. Da du hier die Schneide auch mit dabei hast, kannst du natürlich nicht so arbeiten. Ne? Also dieses, da muss man aufpassen. Es gibt hier einen kleinen Bereich, da ist nichts. Wenn man den auch trifft mit einem Baton, wobei ich glaube, dass das dafür zu dünn ist, aber egal. Also dieses Arbeiten, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber jetzt, wenn du es da reinhackst und dann so hin und her. Machen wir es mit einem anderen, pass auf. Du hackst das jetzt da so rein, also jetzt nicht so wild, ja. Und gehst jetzt da, schon wieder ein blödes Beispiel. So, aber jetzt schaffe ich es hoffentlich. Und schabst dann hier runter, dann brauchst du gar nicht das Messer mitbewegen, sondern bewegst du eben nur den Stock, und also rauf und runter. Hier ein bisschen mit und hast schon deines, ich weiß, aber egal, kannst du arbeiten. Das hätte mir in vielen Situationen, übrigens, ich gebe da den Link auf meinem Messerkanal da, zu einem Video, das ist eine Leidensgeschichte, die ich habe mit dem A1X gehabt, da wäre mir diese Machete lieber gewesen in der Situation, hätte das interessiert, oben beim i-Klicken. Also ja, erstes Fazit. Ich finde das Teil wirklich gut. Ich weiß nicht, wie oft ich cool gesagt habe, und das meine ich auch genauso. Das Ding kommt in den Langzeittest. Und es ist interessanterweise viel, viel, viel besser, als ich gedacht habe. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Komplett neuer Stil, komplett neue Idee. Ich finde es interessant. Jetzt bist du dran. Ich gebe natürlich den Link in meinen Shop, das ist eh ganz klar. So wie auch in das wunderbare Buschkraftareal auf Altulapartier. Also du kannst die Machete bei uns kaufen oder woanders und dann vorbeikommen und sie mal richtig testen. Aber jetzt bin ich schon wieder ruhig. Schreib mal einen Kommentar, was du davon hältst. Sowieso und überhaupt. Daumen nach oben und sowieso. Und danke und ciao.